Hallo, mein lieber Wassermann, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Wassermann. Lieber Wassermann, heute schauen wir uns die Karten für die aktuelle Energie, also respektive die aktuelle Energien an. Wir schauen uns an, was dein Hauptthema ist, was auf dich zukommen könnte, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten und ist dir nicht so bewusst, solltest du vielleicht eben genauer hinschauen. Lieber Wassermann, denk bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein. Also filtere selbst heraus, was zu dir gehört und was eben nicht. Am besten ist, wenn du auf deine innere Stimme hörst, sie leitet dich, sie sagt dir ganz genau, was du hören musst und was eben nicht. Lieber Wassermann, alle Informationen bezüglich persönlicher Legungen findest du wie immer unten in der Infobox. Dort findest du auch noch die Verlinkung zu meinem zweiten YouTube-Kanal, mein Podcast über Spiritualität. Darfst du gerne reinschauen, mir auch da folgen, wenn du magst. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, dann schauen wir mal. Lieber Wassermann, was musst du hören? Was musst du wissen? Wassermann, was musst du hören? Was musst du wissen? Ui, äußerst kritische Lage. Mut, sich dem Leben zu stellen. Mut für Veränderungen. Mut, ins Ungewisse zu springen. Lieber Wassermann, ich habe das Gefühl, du brauchst ganz, ganz viel Mut, auch Mut, dich zu entfalten. Ich weiß nicht, ob du es siehst, ob es so eine Krähe. Aber die Federn sind von einem Pfau heißt das Tier, glaube ich, das so die Federn spreizen kann. Sind von einem Pfau und so ein bisschen wie, es geht um das neue Gewand. Es geht um die Entfaltung, habe ich das Gefühl. So ein bisschen wie die Raupe, die zum Schmetterling wird, die braucht ja auch ein bisschen Vertrauen, dass der Prozess funktioniert, oder? Und es braucht Mut. Es braucht Mut. Es könnte auch sein, dass Menschen kommen und dich deswegen kritisieren. Es kann sein, ich muss schnell schauen hier. Moment schnell. Ja, entschuldigt, irgendwie etwas an meinem Laptop hat da die ganze Zeit. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Es kann sein, dass Menschen dich kritisieren für das, was du tust, dich kritisieren für das, was deine Wünsche sind, dich kritisieren, ja, weil du vielleicht nicht mehr der Norm entsprichst, wie sie es gerne hätten. Ganz einfach gesagt. Es geht wirklich darum, die alten Federn loszulassen, also das alte Gewand, welches nicht mehr zu dir passt, loszulassen und mutig zu sein. Wirklich dieses Mutigsein nehme ich ganz stark wahr. Sich etwas trauen. Schauen wir mal, was solltest du nicht vergessen? An was solltest du immer denken? Was darfst du nicht vergessen? Bube der Münzen, schau genau hin. Jede Geschichte, jede Situation hat immer zwei Seiten. Es kann sein, dass etwas unglaublich glänzt und schön erscheint, aber es in Wahrheit ganz anders ist. Oder auch umgekehrt. Vielleicht wirkt etwas auf den ersten Blick nicht so prickelnd, nicht so spannend, hat aber extrem viel Tiefe. Schau genau hin, das wollen dir die Karten sagen. Vergiss das nicht. Auch das Thema zwischen den Zeilen lesen, habe ich das Gefühl, über den Tellerrand schauen. Und bleib neugierig. Bleib wirklich nicht festgefahren, sondern bleib offen für Neues. Das wollen dir die Karten vermitteln, was du nicht vergessen darfst. Was ist dein Hindernis? Lieber Wassermann, was ist dein Hindernis? Thema Vertrauen und nicht hetzen, so ein bisschen das, oh, ich will, so ein bisschen dieser Druck. Es geht um das Thema Vertrauen, Leichtigkeit, das fällt dir unglaublich schwer. Vielleicht auch dein eigenes Urvertrauen, vielleicht auch Menschen zu vertrauen.
Du möchtest vielleicht am liebsten alles alleine machen. Das Thema sich fallen lassen, vielleicht auch die Kraft-Löwe-Energie. Der Löwe geht auf die Bühne und getraut sich zu zeigen. Vielleicht geht es eben auch darum, sich getrauen, sich zu zeigen, vor allem beruflicher, also im beruflichen Bereich, seine Wahrheit zu sprechen, auf die Bühne zu gehen und sich zu zeigen. Oder es gibt auch viele Schriftsteller, die schreiben Bücher, aber die werden nie veröffentlicht, weil man sich nicht traut, sich zu zeigen. Und auch in der Liebe, es geht wirklich um das Thema Vertrauen, Urvertrauen. In die Sanftheit, in die Leichtigkeit zurückzukehren und da sehe ich ein bisschen das Hindernis. Vielleicht ist das Misstrauen zu groß momentan und du musst das wirklich so ein bisschen dort die Balance finden, deine eigene Balance finden zu diesem Thema. Schauen wir mal weiter mit dem Tarot. Was ist deine Hauptenergie, dein Hauptthema? Ja, neun der Münzen, vielleicht geht es auch um das Thema Erfolg, Thema Single sein. Aber hier haben wir 9 der Stäbe. 9 der Stäbe, du hast schon vieles durch, habe ich das Gefühl. Musstest schon vieles einstecken. Und durch diese Erlebnisse oder Situation hast du dir wie eine Mauer aufgebaut. Und hier sehe ich eine emotionale Distanz. Entweder vielleicht eine Distanz zu dir selbst oder eine Distanz zu jemand anderem. So eine Vorsicht, Angst haben, sich zu offenbaren, Angst haben, sich fallen zu lassen. Aber vielleicht hast du es auch mit jemandem so zu tun, oder? Kann auch gespiegelt sein. Hoffe, man sieht's. Vorsichtig sein, ein bisschen auf Distanz, so nicht recht wissen, kann ich vertrauen, kann ich mich fallen lassen, kann ich mich zeigen oder klaut mir jemand die Idee, klaut mir jemand den Mann, die Frau, was auch immer oder betrügt mich diese Person so ein bisschen so. Aber hier geht es um das Thema Erfolg. Thema Erfolg, Thema Familie, große Liebe. Ich habe das Gefühl, du wünschst dir das, du wünschst dir die 10 der Kelche, aber hast noch Mühe. Es ist wahrscheinlich vielleicht sogar vor deiner Nase, aber du hast Mühe, das richtig anzunehmen oder dein Gegenüber hat Mühe. Schauen wir mal mit dem kleinen, den kleinen Karten, warum noch in der Stäbe. Ja, fühlt sich schwer an. Riesiger Ballast. Vielleicht hast du dich daran gewöhnt, dass du immer alles erledigen musst, dass immer du alle Probleme lösen musst. Und das hat sich so eingespielt, ist eine Gewohnheit daraus geworden, weil du gemerkt hast, wenn ich es selbst mache, kann ich mich mindestens auf mich verlassen. So nehme ich wahr. Könnte ein Thema auch aus der Kindheit sein, ein Schattenthema. Schauen wir mal weiter, was könnte auf dich zukommen, Wassermann? Königin der Stäbe, Leidenschaft, Schöpferkraft. Was könnte auf dich zukommen? Eine, gleich 2. Was haben wir hier? 2 der Schwerter, so ein bisschen Zweifel haben, unsicher sein, sich wirklich nicht ganz hundertprozentig sicher sein. Wir haben hier Königin der Stäbe, 7 der Schwerter, da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Königin der Schwerter und 4 der Stäbe. Eben die 2 der Schwerter. Königin der Stäbe, das ist so ein bisschen diese Schöpferkraft, ins Tun rübergehen, sich entfalten und auch Menschen anziehen. Es kann sein, dass du plötzlich auf Menschen eine ganz spezielle, magische Art hast. Also du merkst das vielleicht gar nicht, aber du wirkst sehr magisch. Sehr interessant vor allem. Auch sehr begehrenswert. Es kann aber auch sein, dass du es mit einem Feuerzeichen zu tun hast. Aber hier, Königin der Stäbe, geht es wirklich um das Schöpferische. Königin der Stäbe lebt ihre Passion. Die erschafft Neues, die lebt ihre Visionen, die lebt ihre Kunst, die bringt richtig ihr Inneres zum Ausdruck.
Vielleicht geht es ein bisschen um dieses Thema oder um Königin der Sterne ist auch sehr eine sexuelle Karte. Eine Anziehungskarte. Aber ich sehe hier auch mit 7 der Schwerte so ein bisschen das Thema nicht ganz ehrlich sein. Thema Maske tragen. Die Frage ist, trägt jemand in deinem Umfeld eine Maske? Ist jemand nicht ganz ehrlich? Oder hast du einfach Angst davor, dass jemand nicht ganz ehrlich ist? Wir schauen gleich etwas genauer rein. Warum Königin der Stäbe? Feuerenergie. Ui, hier haben wir König der Stäbe. Und das ist ein Match. Man sagt auch, König der Stäbe kann erst richtig erfolgreich sein, wenn er seine Königin hat. Weil die Königin, die gibt so ein bisschen diese Richtung, so ein bisschen diesen Raum. Der König der Stäbe kann sich manchmal auch etwas verlieren, oder? Aber hier ist ein Match. Hier ist ein Match. Etwas, was zu dir gehört, eine Person oder eine Leidenschaft, die Form annimmt. Aber warum 7 der Schwerter? Angst haben, dass man bezüglich Finanzen betrogen wird oder dass jemand nur nimmt und nicht zurückgibt, dass du leer ausgehst. Könnte auch ein Thema aus der Vergangenheit sein, aber ich sehe hier, dass du ein bisschen an das Thema Vertrauen arbeitest. Könnte auch stark um das Finanzielle gehen. Vielleicht hast du da jemanden ganz krass unterstützt. Und du hast ein bisschen Angst, dass das jetzt ausgenutzt wird. Oder eben das Thema Geben und Nehmen. Dass jemand wirklich nur nimmt. Aber ich habe das Gefühl, du löst dich von dieser Angst und du versuchst dich davon zu distanzieren. Wir haben hier auch Königin der Schwerter, so ein bisschen diese kopflastige Energie könnte deine sein oder hier von jemand anderem Luftenergie. Hier haben wir schon wieder Königin der Stäbe. Es geht wirklich um das Thema Passion, Thema Entfaltung, ganz krass. Vielleicht sogar mit deinem Gegenüber zusammen, aber so ein bisschen diese Thematik bezüglich Finanzen oder wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dass das wirklich fair ist. Du könntest auch eine Nachricht bekommen oder ein Angebot und das macht dich nachdenklich. Passt das wirklich zu mir? Ist das wirklich etwas für mich? Ist diese Person etwas für mich? Aber 4 der Stäbe, hier entsteht eine Basis, hier entsteht etwas. Könnte auch Thema Immobilienkauf oder Gründung sein im Ausland. Ja, irgendetwas, was dir am Herzen liegt. Könnte auch eben Thema Ausland sein. Vielleicht im Ausland etwas erwerben, an etwas kommen und vielleicht hast du Angst, dass das nicht echt ist. Das war jetzt aber eine ganz spezifische Botschaft. Ich sehe vor allem das Thema energetisch etwas abschließen, ein Kapitel vollenden. Es geht ein bisschen um das, um näher an den Wunsch oder an das Ziel zu kommen. Eine Basis entsteht jetzt. Die Basis ist jetzt da. Die wird jetzt vollendet. Und jetzt gilt es eigentlich, auf dieser Basis das Haus zu errichten. Das heißt, dein Vorhaben zu errichten. Sei das in der Beziehung oder in einer Verbindung die nächste Ebene erreichen, auch beruflich gesehen, die Basis ist jetzt vollendet. Sie vollendet sich jetzt langsam und jetzt gilt es wirklich, ja, Nägel mit Köpfen machen. Nicht mehr nur an der Basis dich verlieren, sondern jetzt wird ein Schloss erbaut. Und ich glaube, es geht auch um das, um dieses Thema Mut eben, oder? Vielleicht konntest du dich auch mit der Basis so ein bisschen verstecken. Schauen wir mal, was ist der Rat, Wassermann? Ja, 10 der Schwerter, komm zu einem Abschluss. Komm zu einem Abschluss. Es ist Zeit, dein Schloss zu erbauen, entweder alleine oder mit jemandem zusammen. Aber irgendwo braucht es jetzt einen Schlussstrich. Mut und wie ein Cut. Was liegt im Schatten und ist dir nicht bewusst, Wassermann? Was liegt im Schatten und ist dir nicht bewusst? 7 der Kelche.
sehr viele Gedanken, sehr viele Wünsche, Gedankenkarussell, aber nicht alles ist echt. Ordne deine Gedanken, finde heraus, was ist echt und was nicht. Ich sehe hier auch mit 7, der Kelch könnte auch Online-Business sein, liegt im Schatten, vielleicht könnte das interessanter sein, als du denkst, vor allem im Zusammenhang mit dem Ausland und auch Immobilien nehme ich wahr. 7 der Kelche eben deutet aber auch auf Luftschlösser hin oder vielleicht machst du dir auch unnötig Sorgen, oder? Du siehst alles, was schief gehen könnte und die Dinge, die aber grandios werden könnten, schenkst du nicht zur Beachtung. Darum ordne wirklich deine Gedanken, sortiere sie, das ist dir vielleicht nicht so bewusst. So ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Dann siehst du vielleicht das Offensichtlichste, was vor deiner Nase ist, gar nicht mehr, weil es eben im Schatten liegt. Ja, mein lieber Wassermann, das waren die Karten. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.